für jede Übung, jede Bewegung, jedes Gewichteheben, sonst was, was ihr macht, ist eine stabile Ausgangsposition letztendlich die beste Verletzungsprophylaxe, die man kriegen kann. Die stabilste Ausgangsposition für die Füße ist immer, wenn sie parallel nach vorne ausgerichtet, entweder beim Laufen auftreten oder bei Kniebeugen oder sonst was stehen. Füße parallel, ungefähr hüftbreit. Aus der Ausgangsstellung spannt ihr jetzt mal den Hintern komplett fest an, dass die Beine ab Becken abwärts alles stabil und fest ist. Dann kommt das Rumpfkorsett. Hier zieht ihr den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, ohne die Luft anzuhalten, ohne den Bauch einzuziehen. Einfach wie ein Korsett zusammenziehen. Die Schultern gehen leicht nach hinten. Die Handflächen dreht ihr nach vorne, dann fällt es euch leichter, die Schulterblätter nach hinten zusammenzuziehen. Und der Hintern ist immer noch angespannt. Der Bauchnabel Richtung Wirbelsäule gespannt. Schultern nach hinten. Und der Kopf ist im Lot mit eingeordnet. Sieht dann von der Seite so aus. Aus dieser Alltagshaltung, Kopf nach vorne geschoben, richtet ihr euch auf, spannt den Bauch an, Schultern nach hinten, Kopf ist eingeordnet. Und das sollte für alle Bewegungen eure Grundlage sein, egal ob ihr lauft, sitzt, geht, Gewichte hebt. Sollte immer möglichst stabil sein, möglichst aufrecht, weil das der beste Verletzungsschutz ist, den ihr euch bieten könnt. Alle Übungen, die ihr macht, egal ob ihr in den Ausfallschritt geht, Bauch ist angespannt, Gesäß ist angespannt, das ist die beste Ausgangsposition, in der ihr trainieren könnt, weil ihr da einfach am symmetrischsten seid und alle Reize da ankommen, wo sie hin sollen.